Wash Wash Open Frauenfeld 2019, die Loredana hat ja ihr Konzert abgesagt. Dann haben wir gefunden, kommen wir one time aufs Feld und fragen das Volk, wie fest sie vermissen. Du siehst mich im Fernsehen, ich bin in den Charts. Hab mein neues Auto mit Bargeld bezahlt. Als ich dich gebraucht hab, warst du nicht mehr da. Früher war ich dir egal, aber jetzt. Yeah. Also, ja, die sowieso nie gern gehabt. Also, sie ist mir auch nicht sympathisch gewesen und die Lieder habe ich auch nie gelesen. Also, ist mir eigentlich total egal, ob die kommt oder nicht. So zwei, drei Lieder höre ich schon gerne, ja. Weil sie doch eigentlich echt gute Musik macht und sie eine der wenigen Frauen ist in dem Business, die es auch echt gut macht. Ich mag ihre Musik nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag sie überhaupt nicht, ich finde ja, sie zu kotzen. Wenn Petra viel Geld hat, dann soll sie abgeben, wisst ihr ja, der Lohner. Sie hätte jetzt müssen ausreden, gell? So viel, ja. Sie hätte müssen ausreden, das gibt sie so zurück, Mann. Sie hätte sich sie hat sich schon Petra. Ja, ich finde es schade, dass sie nicht da ist. Ich feiere ihre Musik, ich hätte sie gerne gesehen, ich mag sie auch als Person. Ich finde es korrekt von ihr, sie hat alles öffentlich in den Medien dargestellt. Klar, man weiß noch nicht ganz, ob sie schuldig ist oder nicht. Sie rappt darüber, ja, also hat sich ja im Prinzip in ihren Songs zugegeben, was sie gemacht hat, also. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es wegen dem ist, aber man weiß es ja nicht drum. Aber eben ist mir eigentlich gleich, dass sie nicht da ist. Ja, ich finde es feige, weil sie kann ja dazu stehen und jetzt meint sie halt, sie könnte sich daraus zurückziehen und dann hätten es alle danach vergessen und dass sie halt einfach keine negative Antwort darauf zurückbekommt, auf das, was sie gemacht hat. Das würde sie ja dann wahrscheinlich vom Publikum zu hören bekommen. Ja. Alle haben einfach angefangen, sie zu hassen. Und dann klar ist irgendwann auch kein Wert, dann aufs Frauenfeld zu kommen, wo so viele Personen sind, die das alles mitbekommen haben. Weil man Angst hat, dass wenn man dann plötzlich dort auftritt, sofort von Judge und so und alle buh, es ist, ja, ich denke, es ist ein bisschen mit Angst verbunden. Ich glaube, das wird auch nicht gut laufen. Also vielleicht für ihre Sicherheit ist es besser. Also ich wäre schon hingegangen, weil an sich ist es eine coole Person und man muss einfach, um überhaupt so berühmt zu werden, muss man irgendwie an die Medien kommen. Und ich glaube, genau deswegen hat sie es auch gemacht, um eben Aufmerksamkeit zu kriegen. Deswegen an sich war es ein kluger Schachzug, aber es ist jetzt nicht moralisch unterstützbar. Jetzt musst du,